Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie nach der Sommerpause herzlich zurück und eröffne die 18. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle zugleich die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Zunächst darf ich Sie auf folgende Statusänderung hinweisen. Die Fraktion der AfD hat mir mit Nachricht vom 7. September 2024 mitgeteilt, dass der Abgeordnete Maximilian Müger aus der Fraktion der AfD ausgetreten ist. Und wie Sie sehen, wurde die Plenarbestuhlung durch die entsprechenden Umbauten bereits angepasst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Wir gedenken heute des ehemaligen Landtagsabgeordneten Dr. Manfred Langner, der am 27. Juni 2024 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Er wurde am 28. Juli 1941 im heute zu Polen gehörenden Katowice geboren. Nach der Flucht lebte die Familie in Weilburg, wo Herr Dr. Langner aufwuchs. Nach Abitur und Ableistung des Wehrdienstes studierte Herr Dr. Langner in Bonn und Tübingen Rechtswissenschaften. Im Anschluss an seine Promotion war er in Weilburg als Anwalt und Notar tätig. 1974 wurde Herr Dr. Langner Abgeordneter des Hessischen Landtages, dem er als Mitglied der CDU-Fraktion 2 Jahre bis zu seiner Wahl in den Deutschen Bundestag angehörte. In dieser Zeit war er Mitglied im Rechtsausschuss. Darüber hinaus engagierte sich Herr Dr. Langner viele Jahre ehrenamtlich in der Kommunalpolitik als Mitglied des Kreistages im Oberlandkreis und im heutigen Landkreis Limburg-Weilburg. Wir werden Herrn Dr. Langner ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie. Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die hinter mir befindlichen Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Lichtgestalten sind dieses Mal von Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim sowie Praktikantinnen der Kanzlei im Rahmen des vom 9. bis 7. Juli 2024 abgehaltenen Seminars im Zentrum der Landespolitik ausgewählt worden. Diese sind Anne Frank, Johann Wolfgang von Goethe, Adam Opel, Elisabeth Selbert, Georg Büchner, Hanna Becker vom Rat, Henriette, Caroline, Christiane, Luise, Landgräfin von Hessen. Nun kommen wir zur Tagesordnung und ich darf Sie auf Folgendes hinweisen. Die Tagesordnung vom 3. September 2024 sowie der Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 34 bis Top 38 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Wie gewohnt werden wir diese am Donnerstagmorgen um 9 Uhr aufrufen. Der Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD betreffend das Gesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften, wird entgegen der bisherigen Planung vereinbarungsgemäß am Mittwochvormittag nach Tagesordnungspunkt 25, dem Antrag auf Einsetzung einer Enquetekommission, aufgerufen. Der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt beabsichtigt heute Abend in seiner Sitzung eine Beschlussempfehlung zu Tagesordnungspunkt 11, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 5. Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz abzugeben. Der Aufruf der zweiten Lesung erfolgt daher am Donnerstag nach den Aktuellen Stunden ohne Aussprache. Darüber hinaus wurde vereinbart, Tagesordnungspunkt 27, der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, entschlossen gegen Islamismus, mit Tagesordnungspunkt 22, dem Setzpunkt der Fraktion der CDU, aufzurufen. Noch eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Klimaschutz,
SAF und Green Deal, Flughafen Frankfurt droht, Funktion als europäisches Drehkreuz zu verlieren. Warme Worte der Landesregierung nützen nichts. Drucksache 21-1056, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 42 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 23, dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD, aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD betreffend autofeindliche Politik beenden und VW Baunatal stärken, Drucksache 21-1057. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 43 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 34, dem Antrag betreffend einer Aktuellen Stunde der Fraktion der SPD, aufgerufen und dann auch direkt abgestimmt werden. Außerdem eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Fußfesseln und Frauenhäuser, häusliche Gewalt wirkungsvoll bekämpfen, Frauen endlich besser schützen, Drucksache 21-1058. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 44 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 19, der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, aufgerufen werden. Darüber hinaus eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD betreffend Strukturen der heimischen Bankwirtschaft bewahren, Bankwirtschaft bewahren und übermäßige Bürokratie abwenden. Drucksache 21-1059. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 45 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 16, dem Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu dem Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD, Einsetzung einer Enquetekommission, Demokratie und Teilhabe leben, Beteiligung junger Menschen stärken, Drucksache 21-1062. Damit kommen wir nun zur Feststellung der Tagesordnung für die 18., 19. und 20. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Gibt es Einwände? Das ist nicht der Fall, dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Wir beginnen jetzt gleich im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit der Fragestunde, Drucksache 21-890. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 18.50 Uhr. Ich darf noch ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher wie gewohnt begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Wir kommen nun noch zu den Entschuldigungen am heutigen Tag. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass der Abgeordnete Dimitri Schulz von der AfD-Fraktion, der Abgeordnete Gerhard Bersch von der AfD-Fraktion und Herr Maximilian Müger fraktionslos sowie Staatsminister Professor Dr. Poseck ganztägig heute entschuldigt sind. Ich darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass im Anschluss an die heutige Plenarsitzung der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt im Sitzungsraum 501a tagen wird. Und ab 19.30 Uhr findet der Parlamentarische Abend des Verbands Kommunaler Unternehmen e.V. im Ratskeller Wiesbaden statt. Nun kommen wir noch zu ganz besonders erfreulichen Ereignissen, zu Glückwünschen und Geburten. Und zunächst darf ich der Abgeordneten Kathi Walter von Bündnis 90 Die Grünen noch ganz herzlich nachträglich zu ihrem runden Geburtstag gratulieren. Sie ist am 30. August. Bitte? Also es wird über das Alter bei Frau Walter spekuliert. Daran beteilige ich mich nicht. Sie sieht jugendlich, frisch und hoch engagiert aus. Und wir gratulieren ihr ganz herzlich. Alles Gute nachträglich. Und dann gratulieren wir natürlich auch noch Herrn Abgeordneten Gerhard Schenk von der AfD-Fraktion. Er ist am 28. August 70 Jahre alt geworden. Auch von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und so viel sei verraten. Ich habe aber darum gebeten, dass Sie zur Seite gestellt werden. Natürlich gab es auch für die Geburtstagskinder heute eine Flasche Wein noch im Namen des Hauses. Dann darf ich aber auch noch, Entschuldigung, ich habe jetzt von Geburten und Geburtstagen gesprochen. Es gibt aber noch weitere Ereignisse, die ich auch noch würdigen muss, bevor wir zu den Geburten kommen. Zunächst darf ich Sie noch darauf hinweisen und vor allem aber ganz besonders gratulieren, dass die Frau Abgeordnete Kirsten Kunz, die am 8. August
2024 geheiratet hat, nun den Namen Kirsten Kunst-Schrüder trägt. Und dazu darf ich Ihnen ganz herzlich gratulieren. Alles Gute für Sie und Ihren Ehemann. Und es geht noch weiter. Ich darf ebenfalls ganz herzlich Herrn Patrick Appel gratulieren, der am 9. August 2024 den Bund der Ehe eingegangen ist. Lieber Herr Appel, Ihnen und Ihrer Frau ebenfalls alles Gute für diesen neuen gemeinsamen Lebensabschnitt. Also das war jetzt alles schon sehr erfreulich. Sie werden es mir nachsehen. Jetzt, finde ich, kommen die noch erfreulichere Nachrichten. Wir gratulieren zunächst dem Abgeordneten Dominik Ley von der CDU-Fraktion und natürlich insbesondere auch seiner Ehefrau zur Geburt ihres Sohnes Moritz. Er ist am 4. August geboren. Alles Gute für diese gemeinsame Zeit, diesen neuen Lebensabschnitt als vergrößerte Familie. Alles, alles Gute und ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Frau sehr gut. Sehr gut. Herr Ley, Sie hatten jetzt die Möglichkeit, sich schon ein paar Tage, Wochen einzustellen auf die neue Lebenssituation. Das war Herrn Hofmeister noch nicht vergönnt. Bei ihm sind es erst ein paar ganz wenige Tage. Und ganz herzlich gratulieren wir Ihnen, lieber Herr Hofmeister, zur Geburt. Und übrigens, das möchte ich sagen, insbesondere auch Ihrer Ehefrau. Nicht nur Ihnen, auch Ihrer Ehefrau. Bitte richten Sie sie aus zur Geburt Ihrer Tochter Julia Maria. Sie ist am 2. September geboren. Alles Gute für Sie. Und jetzt sind wir alle gespannt, was wir bis zum nächsten Plenum dann hier verkünden können. Aber dann sind wir jetzt erstmal am Ende der amtlichen Mitteilung angekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren.